Und es gewartet ein wenig Spellstone. Oh Mann, mir ist beim letzten Mal ein Malheur passiert. Beziehungsweise es gab kein letztes Mal, denn die letzte Folge habe ich aufgenommen, ohne sie aufzunehmen. Da bin ich so gut abgegangen, und zwar im Gildenkriegsplacement. Also gut abgegangen, ich bin einfach... Clash-Info, nein, Moment mal. Hier, genau. Er hatte 72 Sterne mit einem eigentlich nicht so heftigen Deck. Und konnte sogar mit unseren Top-Leuten aus der Gilde im Placement mithalten. Und jetzt ist hier eben Gildenkrieg. Oh Mann, Held Hostage. Die sehen schon mal fies aus. Wir liegen im Rückstand, mal schauen. Ich will nur ganz kurz, ich kann mich gerade nicht so erinnern, die letzte Folge, also die Folge, die nicht aufgenommen wurde. Habe ich da in meinem Deck irgendwas geändert? Oder so? Hatte ich die Rune schon in der vorherigen Folge? Auf jeden Fall, so sieht es aktuell bei mir aus. Und obwohl vielleicht der ein oder andere sagen würde, was ist denn das für ein Schrott, bin ich damit ganz gut gefahren. Und deshalb versuchen wir jetzt erstmal diesen Gildenkrieg, bevor ich hier die Stimme verliere. So, und was ich noch in der vorherigen Folge, also in der fehlgeschlagenen Folge gemacht habe, ist Vulcanus bzw. Solaron, je nachdem, zu holen. Und da bin ich jetzt schon beim letzten Stern und es klappt eigentlich ganz gut, obwohl ich mein Deck nicht umgebaut habe. Aber, wie mir schon einige gesagt haben, der Schlüssel zum Erfolg liegt wohl darin, dass man Verhexen alle mit Blitz alle nimmt. Und irgendwie, ich mag die Bergtitanen. Die gefallen mir echt ganz gut. Mit denen bin ich da gar nicht so schlecht gefahren. Genau. Da muss ich dann Blackfin haben. Und danach Vali zum Beispiel. Und durch die ganzen Bergtitanen überlebt Blackfin ziemlich lange. Und das sind sowieso ziemlich verteidigende. Also es ist alles sehr knifflig. Aber ich glaube, ich kann es demnächst schon schaffen, wenn ich vielleicht noch die eine oder andere Karte umbastle. Weil ich weiß, das lese ich auch häufig immer in den Kommentaren, dass ich mal diese Zone angehen soll und nicht immer diese Eventzonen. Genau. Aber werde ich demnächst eventuell mal machen. Gut, 130 gibt es für einen kompletten Sieg. Ansonsten, wenn man zum Beispiel verliert und 5 Karten bezwingt, dann bekommt man 5 Punkte. Und genau. Deshalb legen wir uns mal ein wenig ins Zeug. Wenn jetzt Blackfin kommen würde, wäre das sehr schön, wenn ich die ganzen Blitzkarten habe. Das wäre sogar mehr als nur sehr schön. Defender. Ich mag die beiden Blitzkarten ungern spielen, bevor Blackfin nicht liegt. Ich meine, ist ein bisschen riskant, denn es kann sein, dass die Karte nie kommt. Aber wäre mir eigentlich schon sehr lieb, denn das verstärkt die Wirkung nochmal ungemein. Aber das sind gerade nicht so starke Gegner. Das sind sogar legendäre doppelt fusionierte Karten. So, jetzt wäre Blackfin da, aber schon gewonnen. Also alles wunderbar. Jetzt weiß ich nicht, ob wir so weit im Rückstand liegen, weil die Gegner so stark sind. Oder weil dieser Kampf eventuell zu einer für uns schlechten Zeit stattfindet. So, Sonntag, vormittags, vielleicht schlafen die Leute aus. Und deshalb genau. Also ich könnte mir fast gar nicht vorstellen, dass die, dass wir deshalb hinten liegen, weil die so stark sind. Denn die Gegner, die ich da gerade bekommen habe, die sind allesamt nicht so das Gelbe vom Ei. Da nicht fusionierte legendäre Karten, also ich würde vermuten, das liegt eher daran. Ich meine, eine Stunde haben wir noch. Vielleicht wachen jetzt die Leute auf. Bis 10 Uhr. Geht das? Heute ist Sonntag. Und von dem wieder nicht vierfach fusioniert. Das kenne ich gar nicht mehr. Mittlerweile in den ganzen Kämpfen nur noch vierfach, vierfach, vierfach. Sowas nicht fusioniertes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, Atlas auch noch. Sehr schön. Nö, ich muss echt sagen, ich mag die Titanen. Vor allem, weil ich da... Die Runen machen das natürlich nochmal extra genial. Und weiß nicht, mit so vielen Lebenspunkten, daran könnte ich mich echt gewöhnen. Ich meine, das ist nur im Event so. Und danach werde ich die vermutlich, also sowieso rauskicken. Aber das Event läuft ja dann noch ein weiteres Event. Von daher mal schauen. Ich bin zufrieden. Ich bin tatsächlich zufrieden. Was machen wir da?
Ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. Und deshalb mache ich einfach mal irgendwas. Mein Plan ist es, durch dieses, also gegen dieses Blitz alle mit Heilen aufzuwarten. Jawohl, der hat sich selbst geheilt. Sehr schön. Jetzt habe ich 3 Heiler, also wenn die den nicht wieder komplett aufheilen können, dann weiß ich auch nicht, was da los ist. Bitte heil dich selbst, bitte heil dich selbst. Jawohl, zumindest einmal selbst geheilt. So. Und eine weitere Heilung und wieder überlebt. Sehr schön. Moment, wen haben wir da? Nehmen wir den mit der legendären Schildrune. Jawohl. Und nochmal hier. Sehr schön. Ich habe jetzt irgendwie ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe und was noch nicht. Und noch ein Sieg. Sehr schön. Wie viele Kämpfe noch? 5 Kämpfe. Halbzeit. Das heißt, ein Spieler kann rein theoretisch, wenn er 10-mal gewinnt, 1300 Punkte hier dazu beitragen. 1300. Ja, da müssten jetzt auf jeden Fall noch ein paar Leute aufwachen, dass das geschehen kann. So, der hat 6 Angriff. Da würde ich mal sagen, nehme ich Panzerung 8. Da wirst du nicht viel machen können. Verus? Keine Ahnung warum. Und jetzt muss Vulcanos ganz schnell den Geist aufgeben. Denn sobald sich hier dieses Versengen stapelt, habe ich große Probleme. Okay, 21 Lebenspunkte. Was macht ihr denn mit dem Heiler? Das wird... Obwohl, die beiden sind gleich weg. Also diesen Doppelschlag, den finde ich sowas von unnötig. Den Doppelschlag Avian, den hatte ich beim letzten Avian-Event irgendwie, ich weiß nicht. Mit dem bin ich nicht warm geworden. Das ist so eine unnötige Karte irgendwie, die kann gar nichts. Panzerung mit Vergeltung, Einserverzögerung, aber nichts irgendwie wirklich stark, nur 6 Angriff. Wenn der Gegner irgendwie eine Panzerung hat, trifft man erst gar nicht. Nö. War vielleicht ganz nett mit Aria, als Berserk noch anders war. Oh. Manometer. Da muss ich heilen. Heilen ohne... Ja klar. Ist ein Bot. Also automatischer Gegner. Beide hintereinander und beide mit schönen Runen. Okay, kann man mal machen. Das kann man mal machen. Ja klar. Und dann genau diese Kombination. Mit Verhexen alle 6. Und dann Blitz alle 5. Das heißt Blitz alle 11. Ja komm schon. Ich glaube gerade gar nicht daran, dass das ein automatischer Kampf ist. Es kann ja nicht sein. Ich meine, besser könnte es ein normaler Spieler nicht machen. Was soll das gerade? Ist ja wohl ein Witz, oder? Zumindest sieht es nach einem Witz aus. Lachen kann ich aber nicht, glaube ich. Oh Mann. Na gut. Nein, jetzt ist der Heiler weg. Wie viel hat der? 20 oder 10? Was steht da? 20, glaube ich. Ich hoffe, die können sich noch gut aufheilen. Wen heilst du? Ah, nicht den Bergtitan. Wenn einer eine Heilung nicht notwendig gehabt hätte, dann der Bergtitan. Okay, das war's. Schade. Und das ist nicht so wie bei den Placements zum Beispiel, dass ich jetzt einen Stern oder so bekommen würde. Ich bekomme 4. Das ist ja gar nichts. 4 im Vergleich zu 130 ist was anderes als ein Stern oder 2 Sterne im Vergleich zu 3 Sternen. So. Wieder sowas Nerviges. Na, das ist mein schlechtester Bergtitan. Wäre es der Schild alle gewesen, dann hätte ich den genommen. Ansonsten Infinity habe ich komplett rausgekickt erstmal. War nicht mehr so besonders irgendwie. Okay. Das wird eine vergeltende Runde. Ich habe schon Blackfin, das heißt, ich hoffe, Blackfin überlebt noch 2 Runden. Muss aber sein. Jawohl. Und jetzt sehen wir uns das an. Das ist immer so schön. Verhexen alle und mit Blitz alle. Der hat kaum Unsichtbarkeit hier. So. Nicht, wie sie alle ihn nehmen. Verhexen alle und jetzt. Okay. Der kommt sowieso nicht mehr dran. Ha, was war das gerade? Jetzt dachte ich, sehen wir hier die fette Blitz alle Action. Aber nein, bis dahin sind schon alle Karten kaputt. Noch 2 Kämpfe. 16er Turm. Keine von denen ist gut. Der Turm kann nicht angreifen, von daher ist Vergeltung unnötig. Und Erstarren ist ebenfalls unnötig, weil ich bin... Nein! Jetzt war ich zu sehr im Reden. Da hätte ich doch mit der Karte, wäre die komplett kaputt gewesen sofort. Also wenn ich jetzt verliere, dann weil ich diesen Fehler begangen habe. Und ich hoffe, dass ich nicht verlieren werde. Mann, das war gerade echt unnötig. Also bin froh, dass das ein schwächerer Gegner ist. Ansonsten hätte man mir diesen Fehler vermutlich nicht mehr verziehen. Dann hätte ich mich nämlich müssen verziehen.
Also 128 nochmal, also... Ach so, noch ein Kampf. War eigentlich ganz fein und die Punkte rattern rauf. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt die Leute noch ein bisschen aufwachen. Und wir da eventuell noch in dieser Runde was rauskratzen können. Weil bezüglich Fusion ist da bei den Gegnern eher weniger los. Wenn ich das richtig sehe. Da wieder eine einfache Karte, legendär, ohne Fusion. Obwohl, dann sind teilweise auch andere gute dabei. Vierfach fusioniert Star Striker und so, die hat auch nicht jeder. Na gut. Also, sehr schön. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Einen Kampf habe ich verpasst oder so am Anfang. Das tut mir leid. Aber Schwierigkeiten mit dem Video etc. Gut, gehen wir zurück. Und zwar schaue ich da mal kurz rein. Aber ich bräuchte eigentlich sogar noch irgendwas anderes. Also ich bin schon beim letzten Stern angelangt. Muss noch viermal gewinnen. Und dann könnte ich rein theoretisch, wenn das stimmt, eine weitere mystische Karte craften. Vulkanos, Solaron, was auch immer. Und es muss eben entweder, genau, entweder ich habe die Vergeltungskarte gegen so jemanden. Das ist immer schon ein großer Vorteil. Deshalb pokere ich da oft und versuche es einfach. Okay, das war es mal leider nicht. Oder Variante 2, ich habe am Anfang Blackfin. Jetzt zum Beispiel. Und dann Blitz alle Karten. Also den noch zwischendurch, weil der ist sowieso noch nicht ready. Und genau, jetzt mal schauen. Problem ist, dass die so einen krassen Schild immer haben. Und die meisten Karten auch eine Panzerung. Von daher komme ich da kaum durch. Oder versengen müsste ich nehmen. Too long eventuell. Nö, das war es mal nicht. Aber ich muss sagen, mir wäre es sogar wert, hier jetzt einfach ein bisschen Energie zu verschwenden. Weil in den anderen Zonen, da gibt es echt nicht mehr viel zu holen eigentlich. Und genau. Nö, das ist es, glaube ich, nicht. Ich meine, ja, jetzt kommt Vali. Oh, wenn Blackfin bis dahin überleben kann, dann sehe ich noch Chancen. Dann sehe ich da durchaus noch Chancen. Mal schauen. Jetzt muss die eine Karte zumindest... Jawohl. Jawohl, jawohl. Das sieht schon mal nicht so schlecht aus, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Von daher... Okay, sehr gut, dass Blackfin und Star Striker mal wieder noch da sind. So. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich halbwegs Schaden austeilen kann. Jetzt Blackfin... Star Striker und Vali. Jetzt könnte durchaus was passieren. Jetzt bin ich gespannt. So, alle verhext. Erstmal durchgebrettert. Und jetzt nochmal. Boah, 10 Schaden und so weiter. Schade, jetzt ist Blackfin weg. Nein, das war meine Chance. Das war die Chance meines Lebens. Aber so muss es klappen. In der Theorie müsste es genauso klappen. Jetzt schaffe ich da leider nichts mehr. Blitz alle ist die einzige Möglichkeit, wie ich hier Schaden verursachen kann. Also ich müsste im Prinzip mein Deck vermutlich noch mehr umbasteln, aber Blitz alle habe ich gar nicht so viel. Oder ich könnte... jetzt passt mal auf. Jetzt passt mal auf, das kann jetzt nämlich schnell gehen. Mit etwas Glück kann das jetzt sehr schnell gehen. Ich bin gespannt. So. Jetzt könnte nämlich direkt guter Schaden da reinkommen, sodass irgendwas davon kaputt geht. Yes! Okay, das war schon mal extrem wichtig. Oh! Das war schon mal extrem wichtig, aber warum macht er die Karte auch gleich kaputt? So. Frostatem ist ebenfalls sehr genial mit Verhexen alle. So. Alles lebt noch. Okay, ich bekomme noch eine Chance. Jetzt noch mit Atlas dazu. Aber es sieht schon bitter aus für Blackfin. Wenn die ganzen Schilde mal weg sind, dann geht da sogar auch Schaden. Aber das war's jetzt. Schade. Mann. Aber genau so müsste es klappen. Ich meine, im Prinzip, was hätte ich jetzt anders machen können? Deckmäßig. Nichts. Ich hatte direkt am Anfang Blackfin. Ich hatte Vali. Fertig. Genau das wäre im Prinzip die perfekte Kombination. Nur ein Quäntchen Glück gehört, glaube ich, auch noch dazu. So, noch ein Versuch. Und dann lassen wir es gut sein. Blazehorn. Eventuell kommt jetzt die Nuller-Verzögerung. Ja! Das Spiel will nicht, dass ich Glück habe.
Das Spiel will einfach nicht, dass ich Glück habe. Kann man das verstehen? Ich kann es nicht verstehen. So, eventuell aber jetzt. Hier sind zwei Karten mit wenigen Lebenspunkten. Verhexen alle, Frostatem zweimal, Blitz alle habe ich einmal. Jetzt sehen wir uns die ganze Sache mal an. Komm. Jawohl. Okay. Bei der Karte hätte ich etwas mehr Schaden erwartet. Es leben noch alle. Ich habe noch eine Chance. Vor allem die letzte Karte hoffentlich. Was haben die eigentlich für ein Schild? Schild 10. Das muss man doch irgendwie kaputt bekommen können. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach, nicht mal der Defender schafft es dann noch. Oh, alle haben überlebt. Jetzt eventuell. Was hat der schon für ein Versengen? 12. Der Versuch sieht gut aus, glaube ich. Der sieht zu gut aus, um wahr zu sein. Nein, warum hat der 0? Woher hat der 0? Warum hat der 0? Wer hat den geschwächt? Wer hat denn da Schwächen? Der hat Schwächen alle drei. So. Sehr gut. Blackfin wurde noch immer nicht erwischt. Ich glaube, das ist ein Sieg. Das ist sowas von ein Sieg. Kawums. Ja, klar. Wie die Karte einfach jede Runde überlebt. Und bei mir lebt noch immer alles. Die sind zwar versenkt, die brennen alle, da hat man ein bisschen Angst, aber im Prinzip ist das immer nur Versengen 1, Versengen 2, was auch immer. So, jetzt ist die Karte endlich mal kaputt, weil ich nicht geschwächt wurde des Todes. Jawohl. Es klappt. Es ist möglich. Ihr hattet recht und ich muss nicht mal mein Deck umbasteln. Nur eine Portion Glück gehört dazu. Und dann kann man das machen. Sehr schön. Eine Blaufeuerseele. Abgestaubt. Und keine Energie mehr. Ich würde mal sagen, das war eine erfolgreiche Folge. Und ich hoffe, ich habe den Aufnahmebutton betätigt. Genau. Korrekt. Jo, also, Gildenkrieg momentan. Deck, bin ich zufrieden. Ich werde jetzt versuchen, Vulkanus oder Solaron zu holen. Und ich wüsste aber gar nicht, welchen von beiden ich dann nehmen sollte. Ich meine mal, so gesagt, mit Schild alle und so weiter. Und dann noch hier Schild und so weiter und so weiter und so fort. Das wäre auch interessant. Dann vielleicht noch den Sturmdrachen für Solaron. Auf der anderen Seite Vulkanus ist echt heftig. Mit Blitz alle in Kombination mit Blackfin eventuell. Also, die sind alle irgendwie OP. Mal schauen. Aber ich glaube, ich bin auf dem besten Wege. Für diese Folge soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach nächstes Mal weiter.